Moin Moin, meine lieben Leute, seid Unterhaltung. Heute machen wir weiter mit dem, das ist mittlerweile der vierte Teil der Rechner, Bastel, Kram, Zeugs. So, heute wie gesagt bei Codex. Und wir haben ein interessantes Pentium 4 Maschinchen. Er wird euch gleich darüber ein bisschen was erklären, erzählen, was Sache ist. Denn ich gebe jetzt nämlich, ich gebe ab. Blablabla. So, bis denn dann. Hi guys, this is my Pentium 4 read. Prescott mit 3,4 GHz und 2 GB Arbeitsspeicher. Zum Einsatz kommen OCZ-Speicher DDR4000, CL2,5 und eine 250 GB Festplatte, eine ganz herkömmliche mechanische. Verbaut ist eine Grafikkarte, eine AMD Radeon HD 4670. Das ist die größte bzw. schnellste AGP-Karte. Die hat sogar DirectX-10-Support. Bisschen OP für die Maschine, aber... Scheiß drauf, das muss so. Und Bluescreen, Hängeblieb. Ja, geil, Hängeblieb. Aber als overpowered Maschine ist das leider nicht gewohnt, ist also normal. Nein, alles gut. Das ist normal, wenn man mit alter Hardware bastelt. Jo, natürlich, natürlich. Mainboard? Mainboard ist ein Gigabyte GA8 IPE 1000 PG. Ein ziemlich geiles Board mit 865er PE-Chipsatz. Einer der besten Intel-Chipsätze, weil den VIA-Mist kann man eh vergessen. Absolut. Gigabit LAN, 4 GB Speicher könnte man einbauen, also war damals schon recht flott. So, dann wollen wir mal gucken, warum die Kiste abschmiert. Temperatur ist okay, 1,49 Volt. Gucken wir mal nach, was wir machen können. Wo steht denn der Scheiß? Hier. So, dann wollen wir mal schauen. Wir würden sagen, wir geben 7,5% mehr V-Core. Nice, nice. Ja. Aber im Entpacken und Packen hat er keine Chance gegen den Pentium 3 mit Tualatin-Kern. Keine Sonne. Tja, wer den Tualatin kennt, der weiß Bescheid. Ja. Machen wir das nächste Mal ein Video drüber. Alles klar. Ja, meine lieben Leute, seichten Unterhaltung. Ja, seichten, leichten Unterhaltung. Ja, irgendwas in der Richtung. Das war dieser Teil dazu. So, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Ihr wisst ja, basteln, Zutat und... Mal gucken, ob der auch abstürzt. Alter. Der stürzt ab? Oh, abstürzt. Oh, hier wisst ihr, hier, CO2 ist Leben, ne? Ja. Ach cool. Gut, dann machen wir noch kurz zum Ende. Machen wir hier die. Ich glaube nicht. Geil. Wie auf der LAN damals. Das ist es. Ey, bei den. Ey, Leute. Bei den anderen YouTube-Kanälen funktionieren die Rechner immer super, die Retro-Maschinen. Nur drehen die vorher auch wahrscheinlich 20 Takes oder sowas. Und wir machen das mal einfach so. Wie das ist. Und Joey hackt schon wie Bekloppter. Oh mein Gott! Also, see you later, Navigator. Bis denn dann.